Servus, Leute! Heute geht's mal ein bisschen sportlicher zu, denn ich habe hier auf meinem Smartphone eine App gefunden, die mich ganz schön dafür motiviert hat und ich auch übrigens gerne mal mit euch da draußen zocken würde, aber dazu kommen wir später. Denn es geht eigentlich um Fußball. Und ja, ich weiß, viele von euch da draußen wissen, dass ich eine totale Niete in eigentlich allen Ballsportarten bin, also auch Fußball. Aber ich habe mir gedacht, hier in der App ist das so einfach, so schwer kann das also gar nicht sein. Und deshalb habe ich mir jetzt einfach als Ziel gesetzt, Profifußballer zu werden. Und dann würde ich mal sagen, Klappe ab! Schritt 1. Ein Wappen für deinen Verein entwerfen. Zwei, dich um dein Trikot kümmern. Irgendwie ist das nicht geil. Schritt 3. Fußballerische Fähigkeiten erwerben. Wie zum Beispiel beim Einwurf. Ab, komm, werf da, werf da. Oder bei der Ballsicherheit. Warte, warte. Oh. Schritt 4. Die Leute von deinem Können überzeugen. Und Schritt 5. Tore schießen. Okay, ich habe mir das ein bisschen anders da vorgestellt. Aber zum Glück gibt's dann noch die App und da ich sowieso durchgehend online bin, ist das wahrscheinlich die bessere Lösung für mich. Sport draußen ist nicht so mein Ding. Aber ich zeig's euch einfach mal. Und zwar geht's um die offizielle Fußball-Manager-App vom DFB. Und wie schon gesagt, ich würde gerne mit einigen von euch da draußen zocken. Und wie das funktioniert, sage ich euch gleich. Aber Leute, es ist wirklich endgeil. Ich bin ja ein Typ, der echt gern so strategische Spiele spielt. Und hier gibt's einfach mal so tausende Möglichkeiten. Ihr stellt also zuallererst mal euer eigenes Team, legt dann Logo fest, wählt eure Trikots und Farben aus und gebt dem Ganzen dann zum Schluss noch einen Namen. Und bei mir war das halt The Greatest. Was auch sonst. Und jetzt könnt ihr einfach mal, wie schon erwähnt, tausende Dinge machen. Und ohne Scheiß, das ist wirklich fürs Smartphone das umfangreichste Manager-Spiel, das ich je gespielt habe. Ihr könnt rumbasteln an der Spielaufstellung über Taktik, Trainingscamps, Finanzen, Sponsoren, den einzelnen Spielern, TV-Rechten, Ligaspielen und. Da ist es für mich als Anfänger natürlich eine super kluge Entscheidung, als allererstes mal die deutsche Nationalmannschaft herauszufordern. Da gewinne ich locker. Aber wie schon gesagt, würde ich jetzt gerne mal gegen einige von euch da draußen zocken. Wenn ihr denn Bock habt, und das geht ganz einfach, ihr müsst einfach nur in der Infobox da unten auf den Link klicken, denn dort kommt ihr direkt zur App und könnt sie runterladen. Die App ist kostenlos, kostet euch also keinen Cent und wir können eine Menge Fußball-Action zusammen haben. Und des Weiteren könnt ihr dann gerade in die Suchenfunktion gehen und dort meinen Namen eingeben, Chris Tess, und dann solltet ihr mich finden und zu euren Freunden hinzufügen. Und ich würde sagen, ich versuche jetzt erstmal eine ganze Zeit lang so viele wie möglich von euch da draußen anzunehmen, damit wir auch eine Menge Fun haben und dann sehen wir ja, wer the greatest ist. Ich gehe jetzt erstmal ein paar Runden trainieren, damit ich auch fit bzw. gewappnet für euch da draußen bin. Und falls ihr mir noch nicht auf Facebook, Twitter oder Instagram folgt, solltet ihr das jetzt mal tun, denn dort gibt es alle Infos von mir dazu, beziehungsweise kann man dort ausmachen, wann man denn spielen kann, wann ich denn online bin. Oder vielleicht trifft man sich auch einfach zufällig so im Game. Wäre auch geil. Und wie schon gesagt, wenn ihr gerade am Handy online seid, klickt einfach gerade in der Infobox unten auf den Link und dann kommt ihr direkt zum Play oder App Store, je nachdem was ihr habt, und könnt euch das Spiel kostenlos runterladen. Andernfalls, wenn ihr am PC gerade seid, nehmt einfach euer Handy zur Hand, öffnet das Video und klickt dann auf die Infobox, weil dann kann man es einfach direkt schon auf dem Handy installieren und das geht schneller, als wenn ihr es jetzt am PC macht. Ich habe also ends Bock auf euch und bin gespannt, wie es wird. Das ist übrigens ein Fitnessriegel. Ich muss ja in Form bleiben. Und wenn ihr jetzt noch weitere Videos schauen möchtet, könnt ihr zum einen gerne hier klicken, denn dort kommt ihr zu meiner letzten Kommentar Crash Out. Oder ihr klickt mal hier und erfahrt in diesem Video, was Männer zu Frauen nicht sagen sollten. Oh, wow, wow. Dann würde ich mal sagen, alle weiteren Infos zu mir gibt es auf meiner Facebook-Fanpage, meiner Twitter-Page oder meiner Webseite chrisis.de. Alle Links mal in der Beschreibung, falls ihr mobil unterwegs seid. Und dann sieht man sich im nächsten Video. Ciao!